Leute, es ist wieder Makeover-Zeit und heute sind wir bei Vanessa. Vielleicht erinnert ihr euch an sie. Sie ist mit ihrem Freund jetzt zusammengezogen und braucht Unterstützung bei der Einrichtung ihres Balkons. Wir legen direkt los. Kommt mit. Hi Tina, hi, Vanessa. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Komm rein. So Tina, hier sind wir auf unserem Balkon. Wir sind vor einem halben Jahr eingezogen und haben uns noch gar nicht wirklich um den Balkon gekümmert. Wir haben hier nur so eine provisorische Essecke mal eingerichtet. Aber im Sommer wollen wir hier gerne essen und aber auch in der Sonne entspannen. Ja. Und wir wissen nicht genau, wie wir es machen sollen. Ja, verstehe ich, weil der Balkon ist auch sehr schmal und das erschwert natürlich die Einrichtung. Ja, genau, der ist lang, schmal. Ja, aber kein Problem. Ich würde sagen, mach dir einen schönen Tag, Vanessa, und dann bin ich gespannt, was du nachher sagst. Cool, vielen, vielen Dank, viel Spaß. Danke, ciao. Die heutige Challenge ist der schmale und lange Grundriss des Balkons, weshalb ich mich für filigrane und leichte Möbel entscheiden werde. Das hat auch den Grund, damit man sie besser und leichter verschieben kann und sie so stellen kann, wie man das möchte. Außerdem ist Vanessa wichtig gewesen, dass wir die Farben eher ruhig halten, damit der Blick nach draußen eher unaufgeregt bleibt. Wir teilen den Balkon in zwei Bereiche ein. Hier vorne kommt der Essbereich hin und durch diesen schönen Outdoor-Teppich Toronto grenzen wir den Essbereich von der Chill-Area ab. Ein Outdoor-Teppich hat natürlich den Vorteil, dass er nass werden kann, aber auch sehr schnell trocknet und dadurch dem Holzboden drunter nicht schadet. Außerdem ist er sehr leicht zu reinigen. Diesen Teppich und auch viele weitere praktische Balkonmöbel findet ihr natürlich bei Westwing im Shop. Wenn ihr euch anfangs bei der Einrichtung unsicher seid, dann kann ich euch folgenden Tipp geben. Orientiert euch am besten daran, was schon in der Umgebung vorhanden ist und was vielleicht noch fehlt. Wir haben hier zum Beispiel ein Stahlgeländer und eine Betonwand und der natürliche Touch ist auch durch den Holzboden gegeben. Und dementsprechend werden wir auch den urbanen Stil in unserer Balkoneinrichtung umsetzen. Diese Outdoor-Lounge Komova hier passt perfekt in den modernen Stil des Balkons und sie hat noch zwei coole Vorteile. Zum einen kann man die Bezüge ganz einfach abnehmen und waschen und die Rückenlehnen sind mit einem Reißverschluss an der Sitzfläche befestigt und somit verrutscht nichts. Bevor es weitergeht, ein bisschen Inspiration für euren Outdoor-Bereich. Live beautiful! Der Couchtisch, der zur Lounge gehört, ist leider viel zu groß für den Bereich hier. Das ist aber kein Problem. Wir haben uns deshalb für diesen kleinen Beistelltisch entschieden. Der bietet uns hier zusätzlich Ablagefläche, aber man kann ihn zum Beispiel auch super im Essbereich als zusätzliche Ablagefläche einsetzen. Für den Essbereich habe ich mich für diesen kleinen runden Esstisch mit 70 cm Durchmesser entschieden. Der ist perfekt für das gemeinsame Frühstück morgens oder auch das gemeinsame Dinner. Und außerdem ist er aus beschichtetem Metall und das eignet sich perfekt für den Outdoor-Bereich. Auf engem Raum eignen sich runde Tische übrigens besonders gut, da man hier mehr Flexibilität mit der Positionierung der Stühle hat. Um den Balkon nicht zu vollgestellt wirken zu lassen, haben wir uns für diese schlichten Stühle entschieden, die man übrigens auch ganz einfach stapeln kann. Auch im Outdoor-Bereich ist Beleuchtung natürlich wichtig, damit man in den Abendstunden ein angenehmes Ambiente hat. Diese Tischleuchte hier zum Beispiel ist akkubetrieben und sie ist in 3 Stufen dimmbar und erzeugt somit ein angenehmes Licht im Essbereich und blendet auch nicht. Und hier im Lounge-Bereich habe ich mich für diese solarbetriebene Stehleuchte Sunshine entschieden. Die ist ebenfalls dimmbar und schaltet sich ein, sobald es dunkel wird. Achtet bei Textilien im Outdoor-Bereich auf jeden Fall darauf, dass sie wasserabweisende Stoffe haben, wie zum Beispiel diese Kissen hier, die wir verwenden. So, um das Ganze abzurunden, dürfen natürlich Pflanzen nicht fehlen. Wir haben jetzt hier in diesen schönen beigen Pflanzentöpfen einen Kräutergarten angelegt und ich würde sagen, jetzt holen wir Vanessa und schauen mal, wie es ihr gefällt. So, Vanessa, dein neuer Balkon, wie gefällt es dir? Wow, ich finde es richtig, richtig schön. Danke, Tina. Voll der coole Mix zwischen so modern, urban, aber auch voll gemütlich. Ich freue mich da schon total, so Sommernächte und Abende zu verbringen.
Und voll cool, dass sie unseren kleinen Olivenbaum hat stehen lassen. Ja, gerne. Der passt auch super hier rein und es freut mich, dass es dir gefällt. Und wenn ihr noch mehr Inspiration sucht, schaut gerne auf der Playlist vorbei. Sonst war es jetzt von uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.